Und wenn die Gelegenheit einmal war, dann ist halt scheiße. Hätten wir denn hier noch was? Nee, hier ist nicht. Aber was ist denn das für ein Haus? Jürgens und Lamis Haus. Gibt es auch einen anderen Eingang? Nee. Ah, dann. Kinder. Schon wieder abgebrochen. Das ist Novize. Geht doch. Nee. Hier hinten ist nix. Super. So gut bin ich doch. Aha. Anscheinend muss ich die Klinge mal zusammenfügen. Irgendwann, irgendwie. Ach komm, das Buch kann man jetzt mal lesen. So. Gelesen. Puh. Ups. Hier war viel. Jetzt so. Pfahlwurzel. Gelb. Noch sowas. Spinnerei, Ektoplasma, Zweigensaft, Bücher, Elfenohr und sonst so Zeug. Ich muss eindeutig mal zur Diebesgilde, wirklich. Okay, wie viel Zeug habe ich? 239. Was könnte ich davon alles weghauen? Das hier, mindestens das. Hjalmarscher Wachschild. Und dann noch so Lala-Dinger, die ich selber nochmal verkaufen könnte, wenn, verzaubern könnte. Und dann verkaufe. Die Elfenstreiter, das kann auf alle Fälle weg. Aber wer nimmt sowas denn bitte an? Ich hoffe doch mal, hier ist irgendwas, sowas wie ein Schmied oder so. Was ist das für ein Haus? Tonias Haus. Ups. Hütte des Taumaturgen. Tonias Haus. Ist doch nur Hochmondsaal, Wachhaus, Albas. Ja, klasse. Echt klasse. Vielleicht finde ich im Wachhaus irgendwas. Da kann ich dann endlich meine ganzen Sachen loswerden. Okay. Jetzt erinnere ich mich. Ihr seid doch das neue Mitglied der Gefährten. Und was bin macht überhaupt ihr da kein so? Mitglied von irgendjemanden. Puh. Wenn diese Wachen aus na okay, da muss ich jetzt erstmal irgendwo anders meine ganzen Sachen loswerden. Aber erst gehe ich hier mal in der Gegend rum und tötet den Vampirmeister. Gut. Ah! Was ist denn mit dieser linken Maustaste los hier? Geht einfach nicht. Na, tötet den Vampirmeister. Norden, Nordosten. Irgendwo da in die Richtung. Ach, Mann. Ich hoffe nur, dass hier irgendwo so ein Wolf oder sonst irgendwas ist, weil ich brauche endlich mal Seelen. Ich komme doch sonst nichts hier. Wenn ich keine Seelen bekomme. Ich will Seelen. Jetzt, sofort. Und leider kann ich die ganz großen Seelen nicht benutzen. Ja, hier ist also der wütende Mob. War ja mal klar. Nee, ich kann nicht so viel tragen. Das geht jetzt nicht. Ich
Idioten. Ich muss doch irgendwo mal ein Wolf oder sowas rumlaufen. Was geht denn hier ab, Mann? Ah, endlich. Einständige Gegner. Gut. Wo bist du? Seelenfalle. Okay. Kann das denn so schwierig sein, so ein Elch zu töten, ey? Aber dich viele Gegner, du. Naja. Wer sich was wünscht, braucht sich dann nicht aufzuregen, wenn er es bekommt. Ich brauche noch mehr Seelen. Müssen doch noch welche sein. Irgend. Vor allen Dingen, wo kamen die Spinnen auf einmal her? Scheint nichts zu sein. Okay, wo war das Vampirversteck? Nordosten. Norden, dann ein bisschen weiter. Nordwesten, so rum. Hab mich etwas vertan. Ne, hier läuft nichts lang. Und hier auch nicht. Nö. Nada. Niente. Es ist echt schlimm, Seelen zu suchen und man findet keine, man, es ist zum Kotzen. Okay, wo ist der Eingang zu dieser Höhle? Da unten. Dieser Ort sieht gefährlich aus. Ja, das war irgendwie furchterregend. Und es gibt überall Vampire? Feiglinge, wir müssen die Vampire töten. Sie sollen büßen. Natürlich. Aber warum soll er nicht zuerst reingehen? Was für Schisser. Was für Schisser. Ja. Ich werde dann erstmal wieder irgendwo hingehen, wo ich Sachen ver- und entzaubern kann. Oh, die Überlebenden lernen uns die besten Techniken. Stimmt, Ayo. Stimmt wirklich. Wenn du in einem Bett schläfst, das nicht dir gehört, dann kriegst du Probleme. Genau. Nee, hier war's nicht. Hier musste ich hin. Die Wiederherstellung ist eine völlig... Ich lasse euch gerne an meinem Wissen teilhaben. Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Was ist denn nur mit den Leuten los? Wieso nimmt die nicht so viel an? Bis zum nächsten Mal. Das ist doch zum Kotzen. Mirabelle leistet wohl gut...
Ich kann euch weiter ausbilden, aber für das, was ihr mit diesem Wissen tut, übernehme ich keine Verantwortung.